Hallo, da sind wir wieder. Und zwar heute mit dem MH100 für drei Personen. Das ist ja 1,20 Meter hoch, also man hat 1,20 Meter Höhe im Zelt. Das ist 1,95 Meter breit, das heißt, es passt perfekt für drei Personen. Und 2,10 Meter länger hat man quasi Platz. Das packen wir jetzt mal zusammen aus. Ja, zu der Hülle habe ich ja schon beim MH100 für zwei Personen was gesagt. Diese Zelthüllen sind genial. So, dann packen wir das Ganze mal aus und bauen das Zelt zusammen auf. So. Hier ist einmal das Innenzelt, das Außenzelt und die Zeltstangen. Die Zeltheringer haben hier eine ganz kleine, schöne Tasche mit einem Klettverschluss. So. Als allererstes müssen wir das Innenzelt auslegen. Und auch hier fällt mir auf, es gibt nur noch einen Eingang. Stangen setzen sich quasi von selbst zusammen. Wie gut, dass kein Auto hier in der Nähe steht. Wie ihr seht, manchmal kommen erst die Stangen rein und dann mache ich die Haken fest. Manchmal mache ich die Haken fest und die Stangen rein. Oder manchmal mache ich auch erstmal die Stangen rein und dann die Haken fest. Oder beides parallel oder wie auch immer. Hauptsache es funktioniert und es hält. Falls ihr euch wieder fragt, auf welcher schönen Wiese hier sind, danke an die Familie Augst, von denen wir mal wieder die Wiesen benutzen dürfen. Ja. Guckt, funktioniert alles. Tipp, macht einfach die Reihenfolge, womit ihr euch am wohlsten fühlt. So, das Innenzelt steht. Jetzt kommt das Außenzelt noch drüber. Bei den 3-Personen-Zelten ist es immer etwas schwieriger.
Eingang. Hier ist ein türkiser Ring. Da kommt der türkise Haken rein. So. Noch ein bisschen in Form ziehen. Und wie ihr wisst, Heringe machen wir jetzt nur die allerwichtigsten rein. Sturmseile kommen nur dran, wenn wir campen sind. Und wer uns auf Instagram folgt, weiß auch, wenn ich alleine mit Emma campen bin, kommen die Sturmseile erst während eines Sturms oder während eines Regengusses dran. Damit ich dann klatschnass bin und froh bin, dass das Zelt hält. Das Zelt steht und jetzt gehen wir mal zusammen rein. So, herzlich willkommen. Hier vorne ist eine kleine Abside. Da könnte ich jetzt meine Schuhe hinstellen, aber ich bin jetzt gerade zu faul. Und sehr schön. Also, über mir ist wieder ein Haken und eine Schlaufe, einfach nur um irgendetwas aufzuhängen, sei es eine Lampe oder sonstiges. Hier sind drei Taschen. Ich finde, die sind sehr gut getarnt, weil die direkt unter dem, über dem Mückengitter sind und das Mückengitter ist da zur optimalen Belüftung, weil, das sieht man jetzt durch das Video nicht ganz so gut, hier oben ist ein kleines Lüftungsfenster, damit die Luft im Zelt zirkulieren kann. Ja, ansonsten, wir haben hier fast 2 Meter mal 2 Meter Liegefläche, also 1,95 mal 2,10 Meter. Optimal für 3 Personen, beziehungsweise ich habe in so einem Zelt immer sehr gerne eine große, dicke Luftmatratze. Und wenn Emma und ich dann mehrere Decken haben, ist es wirklich sehr, sehr angenehm und sehr, sehr kuschelig. Vor allem für ein ganzes Wochenende. Ansonsten ist es hier schon etwas wärmer. Es ist kein Fresh and Black Zelt und es ist eben sehr hell. Wer damit klarkommt oder morgens gerne von der Sonne geweckt wird, für den ist das hier optimal. Das Zelt kostet 50 Euro und wenn man 3 Kinder hat, ist das hier echt optimal als Einsteigerzelt. Wie gesagt, keine Fresh and Black Technologie, aber es ist wirklich ja, auch schön als Spielezelt für den Garten, für einfach im Sommer, um zu sagen, hey, wir haben da ein Zelt, geht mal ins Zelt spielen. Ja, hier kann man seiner Kreativität und seinem Spielen freien Lauf lassen. Aber es ist auch super für einen Wanderrucksack oder vielleicht auch für ein perfekt für ein schönes erstes Campingwochenende zu zweit. Daher, dass man hier eben auch noch Platz für seine Taschen hat. Den Link mit nochmal allen Maßen etc. von Decathlon findet ihr unter dem Video. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch so ein 3-Personen-Zelt habt oder mit welchem Zelt ihr gestartet seid. Wir hatten früher jeder zu Hause, meine Brüder und ich, jeder ein kleines Zelt. Und wir sind immer in den Campingurlaub gefahren, meine Eltern mit Wohnwagen, meine Schwester mit einem großen Zelt und wir mit einem kleinen Zelt. Jeder hatte sein eigenes Zelt, dadurch quasi sein eigenes Zimmer in 2,5 Wochen Urlaub und es war für uns optimal. Ja, schreibt mal bitte gerne in die Kommentare, wie das bei euch ist oder war. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und ansonsten danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!